heute kaufe ich mir eine Eisenbahn. Da ist ja noch eins. Lauter Löcher. Nee, da, noch eins. Gleich geht mir die Dachpappe aus. Peters Bauwagen ist nicht ganz dicht. Beim letzten Regen hat es gleich an 5 Stellen durchgeregnet. Und deshalb sitzt Peter nun auf dem Dach und versucht zu retten, was noch zu retten ist. Ja, nicht das Dach. Ist wirklich ziemlich hinüber. Lange hält dieser Flickenteppich nicht mehr. Wenn es nur das Dach wäre. Der ganze Bauwagen ist altersschwach. Der Wind pfeift durch die Ritzen. Die Farbe blättert. Und die Treppe sieht auch nicht mehr so vertrauenderweckend. Peter sitzt auf dem Hosenboden. Als hätte die morsche Treppe ihn gehört, ist sie unter seinem Gewicht zusammengebrochen. Peter kann von Glück sagen, dass ihm nichts Schlimmeres passiert ist. Glück? Ja, reicht's jetzt. Nicht nur, dass es durchregnet und die Farbe abblättert, der alte Kasten zerlegt sich gänzlich. Das Holz vergammelt und zerbröselt. Ich fürchte, ich brauche einen neuen Wagen. Aber einen aus einem stabileren Holz. Moment mal, wieso eigentlich Holz? Man könnte doch auch Metall nehmen, nicht? Ja, Eisen. Das vergammelt nicht. Eisen ist unheimlich stabil und wenn man es regelmäßig streicht, dann rostet es auch nicht. Ja, ein Wagen aus Eisen, das ist es. Ein Eisenbahnwaggon. Ja, genau so mache ich's. Ich besorge mir einen Eisenbahnwaggon. Einen ausrangierten. Ne? Der wäre nicht nur stabiler, sondern hätte auch noch andere Vorteile. So ein Eisenbahnwagen hat zum Beispiel schon eine eingebaute Toilette. Ich müsste nicht mehr in meinen kalten Kloschrank im Garten. Und dann Heizung und Licht auch schon eingebaut. Aber das Beste ist, so ein Eisenbahnwaggon ist mobil, beweglich. Was man von meinem ollen Bauwagen nicht mehr sagen kann. Mit einem Eisenbahnwagen könnte ich jederzeit umziehen oder auf lange Reisen gehen. Einfach hinten an einen Zug anhängen und ab geht's. Das wär's doch, ja, mit Küche und Klo auf nach irgendwo. Peter ist jetzt Feuer und Flamme. Aufgeregt klettert er in den Bauwagen und kramt in seiner alten Kommode herum. Ich hatte da doch noch von früher so einen Eisenbahnkatalog. Ja, Modellbahnkatalog, genauer gesagt, der war doch... Ja, da ist er. Ja, da ist auch noch die Kiste mit meiner Modelleisenbahn. Oh, wie schön. Na, ich war ja schon immer ein Eisenbahnfreak. Und jetzt natürlich erst recht. Wollen wir mal sehen, ob da vielleicht was dabei ist. In der Kiste findet Peter mindestens 20 kleine Eisenbahnwaggons. Und jeder sieht anders aus. Besonders angetan scheint Peter von einem Oldtimer zu sein. Ein gemütlicher Dampfzuganhänger mit grünem Dach und 2 Balkonen. Ja, der wär's eigentlich schon. Und da ist auch die Lokomotive dazu. Eine schöne alte Dampflok. Ja. Bei den Franzosen heißt die Eisenbahn übrigens Chemin de Fer. Weg aus Eisen. Ist hübsch gesagt, nicht? Und warum ist er aus Eisen, der Weg? Na, ganz einfach. Jedes Rad reibt sich ja irgendwie auf der Unterlage, nicht? Das kostet Kraft beim Rollen. Und deshalb ist eigentlich jede Straße eine Bremse. Also hier zum Beispiel, wenn ich diesen kleinen Wagen auf dem Tisch rollen lasse, dann kommt er nicht weit. Reibung behindert nämlich die Bewegung. Aber wenn ich jetzt denselben Wagen auf Schienen setze und wieder anschubse, ja, dann geht er doch gleich ganz anders ab. Es gibt kaum Reibung, weil das Rad nur an einer ganz kleinen Stelle auf der Schiene aufliegt. Da rollt Eisen auf Eisen und das geht ganz leicht. Überhaupt sind diese Eisenbahnräder genial. Sie haben auf der Innenseite noch so eine Art Kragen und dadurch kann der Waggon nicht von der Schiene rutschen. Wird immer gut geführt, auch über Weichen. Aber am tollsten an der Eisenbahnidee ist das Prinzip
Eisen auf Eisen rollen zu lassen, nicht? Diese Leichtigkeit. Na, selbst eine Ameise könnte, wenn sie sich ein bisschen Mühe gibt, nicht? Dieses Waggönchen leicht vor sich her schieben. Aber nur auf so einem Weg aus Eisen. Den Vorteil des Eisenbahnprinzips hatten schon die Bergleute vor 200 Jahren erkannt. Ein Pferd genügte, um einen großen Kohlewaggon aus dem Stollen zu bewegen. Ja, wenn man eiserne Räder hatte und eine Art Schiene. Inzwischen hatte ein Herr Watt die Dampfmaschine erfunden. Und was machte er damit? Er pumpte Wasser aus dem Bergwärtsstollen. Schon mal nicht schlecht. Aber Herr Trevisig hatte eine bessere Idee. Er setzte die Dampfmaschine auf Räder und die Räder auf eiserne Schienen. Es entstand die erste Eisenbahn. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 8 Kilometer in der Stunde. Tja, das Tempo nennt man heute Trimtragen, nicht? Aber es funktionierte. Der Puffing Billy, so hieß das Ding, machte viele Pferde arbeitslos, denn er transportierte fast ein halbes Jahrhundert lang Kohle aus den englischen Bergwerken zu den Häfen. Tja, dann wurde experimentiert. Die seltsamsten Lokomotiven wurden gebaut und irgendwann gab es dann ein Rennen, um rauszufinden, welches Modell das beste wäre. Ein Herr Stevenson gewann die Ausschreibung mit seiner Maschine namens Rocket. Na, die ging auch ab wie eine Rakete. Aber naja, nicht wirklich, denn 40 Stundenkilometer, das schaffen heute sogar Fahrradfahrer, nicht? Aber für die damalige Zeit war das irrsinnig schnell. Und wirtschaftlich. Man konnte nämlich fast 500 Menschen gleichzeitig mit dieser atemberaubenden Geschwindigkeit befördern. Zum Beispiel von Nürnberg nach Fürth. Das war nämlich die erste deutsche Eisenbahnlinie 1835. Na, nun ging's richtig los mit dem Weg aus Eisen. Schienen wurden verlegt, Trassen gebaut, Tausende von Kilometern Eisenbahnstrecke entstanden. Und das lohnte sich. Nicht nur für die Lokomotiv- und Waggonfabriken, die hatten jetzt natürlich gut zu tun und bauten immer größere und schnellere Züge. Nein, es lohnte sich auch vor allem für die Kaufleute. Waren müssen ja transportiert werden. Autos oder Laster gab es noch nicht. Autobahn gab es auch nicht. Da war die Eisenbahn einfach die Lösung. Und auch immer mehr Menschen wollten immer öfter irgendwo anders hin, zur Arbeit oder in den Urlaub. Auch für die gab es nur eins, die Eisenbahn. Die Züge fuhren nun schon quer durch Europa mit 60, 70 Stundenkilometern, manchmal sogar 100. Und die Lokomotiven wurden immer schneller, immer länger und technisch immer komplizierter. Naja, schließlich ist so eine fahrbare Dampfmaschine ein kleines Kraftwerk auf Rädern. Aber es gab auch Nachteile. Die Loks mussten ja ständig unter Dampf stehen. Ne? Und dafür mussten sie einen Haufen Kohle mit sich rumschleppen und ständig Wasser nachtanken. Das war aufwendig und kostete. Und man überlegte, ob es nicht auch anders ginge. Es ging. Mit dem Dieselmotor. Ja, natürlich, was Lastwagen oder Schiffe antreiben kann, das kann auch einen Zug bewegen. Doch hat der Dieselantrieb einen großen Nachteil. Um einen tonnenschweren Zug aus dem Stand zu bewegen, braucht er ein umständliches hydraulisches Getriebe. Und das ist schwer und frisst viel Energie. So kam er dann endlich auf den elektrischen Strom. Die E-Lok, das war die Lösung. E-Loks sind schneller, stärker und sehr viel umweltfreundlicher als eine Dampflok. Denn sie müssen ja nicht ihren Brennstoff ständig mit sich herumschleppen. Deshalb sind elektrische Lokomotiven wirtschaftlicher und lassen die Luft sauberer. Na, eine E-Lok brauche ich nicht. Jedenfalls noch nicht. Was ich brauche, ist ein Waggon. Aber welchen? Und vor allen Dingen, was kostet sowas? Ich werde mich informieren müssen. Am besten im Bahnhof. Na klar, im Bärstädter Hauptbahnhof.
da wären wir. Der Bärstädter Hauptbahnhof. Hier war ich ja schon lange nicht mehr. Hat sich ganz schön verändert. Ich komme mir vor wie im Einkaufszentrum. Was es hier alles gibt. Bücher, Blumen, Lebensmittel. Und das bis spät in die Nacht. Naja, muss ja auch. Ne? Moderne Bahnhöfe sind nun mal Zentren des öffentlichen Lebens. Die Menschen fahren von hier aus nicht nur in Urlaub. Die benutzen die Bahn ja auch, um täglich zur Arbeit zu fahren. Ne? Die machen hier Pause, essen, trinken und machen auf dem Weg noch schnell Einkäufe. Ach, junger Mann, könnten Sie mir vielleicht mal mit dem Koffer helfen? Wer? Ich? Oh ja, ja, gerne. Wo soll er denn hin? Na hier, ins Gepäckschließfach. Ach so, ja, ja, kein Problem. Dankeschön, sehr liebenswürdig. Ich habe nämlich noch 2 Stunden Aufenthalt. Da möchte ich mich ein bisschen in Bärstadt umsehen. Auf Wiedersehen und nochmals vielen Dank. Ja, Wiedersehen und viel Spaß beim Bärstadtbummel. Ja, diese Gepäckfächer, die sind wirklich praktisch auf der Durchreise. Man stopft seine Koffer rein, wirft eine Münze in den Schlitz und kann abschließen und für ein paar Stunden unbeschwert durch die fremde Stadt bummeln. Aber wo gibt's denn hier nun gebrauchte Waggons? Na, vielleicht dort hinten, da hinter der Drehtür. Reisezentrum steht dran. Na ja, schauen wir mal. Hier gibt's Fahrscheine. Ja, überall stehen Computer rum. Die berechnen die Strecke und den Preis und drucken auch gleich die Fahrkarten aus. Toll das. Nur, ob die mir sagen können, wo ich... Na, wohl kaum. Aber, ja, zum Glück arbeiten hier auch noch ein paar Menschen. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, also ich... Na, wohin wollen Sie denn? Ja, eigentlich erstmal nach nirgendwo. Nirgendwo? Liegt das in der Schweiz oder in Österreich? Nein, nein, ich möchte noch gar nicht verreisen. Also nicht jetzt direkt. Brauchen Sie ja auch nicht. Wir haben da tolle Angebote für Kurzentschlossene. Nehmen Sie doch das Wochenend-Sparspaß-Paket. Gilt für 2 Monate im ganzen Bundesgebiet, außer an katholischen Feiertagen und in Begleitung minderjähriger Hunde. Ach ja, das klingt ja wirklich interessant, aber ich hätte gern einen eigenen Wagen. Einen ganzen? Ja, gibt's dann auch halbe? Nichtraucher oder... Och, das ist egal. Hauptsache, er ist aus Eisen. Unsere Waggons sind alle aus Eisen. Wir sind ja schließlich von der Eisenbahn. Naja, eben. Deshalb bin ich ja hier. Ich möchte mich gerne in einem Eisenbahnwagen häuslich niederlassen. Verstehen Sie? Ach, so ist das. Sie haben wohl kein Zuhause, was? Dann versuchen Sie es doch mal in der Bahnhofsmission. Da gibt's vielleicht auch noch eine warme Suppe dazu. Und nun machen Sie bitte Platz. Andere Leute möchten wirklich eine Fahrkarte kaufen. Na, das war wohl nicht die richtige Adresse für Peters Einkaufswunsch. Offenbar ist es gar nicht so einfach, einen ganzen Eisenbahnwaggon zu bekommen. Ja, am besten frage ich gar nicht lange, sondern schau mir die Modelle gleich selber an. Hier am Bahnsteig kommen ja andauernd Züge an. Na nu, was sind denn das für Schilder da oben? Alle paar Meter hängt da so ein Buchstabe. A, B, C. Ja, und da hinten D und E. Ah, ja, ja, jetzt weiß ich. Der Bahnsteig ist in verschiedene Abschnitte eingeteilt. Und wenn man ein bestimmtes Abteil sucht, dann guckt man hier auf diesen Aushang, ja, den Wagenstandsanzeiger. Und dann weiß man, in welchem Abschnitt welcher Wagen zum Stehen kommt. Das ist sehr gut organisiert, das alles hier. Ja. Ah, ein Intercity. Na, das ist doch auch schon mal ein sehr schönes Modell. Und lang. Zurücktreten von der Bahnsteigkarte. Ja, ja, ich mach's ja schon. Wer meckert denn hier eigentlich? Ach, da hinten die Dame mit dem roten Mützchen. Ja, beobachtet den Bahnsteig auf einem Bildschirm. Ja, aber jetzt ist offenbar alles in Ordnung, ja? Sie gibt freie Fahrt. Na dann, tschüss, Intercity 288. Aber ich verplaudere mich hier.
wollte doch meinen Traumwagen aussuchen. Achtung auf das sichere Einfahrt in der Region 647 mit Weiterfahrt nach Neustadt. Bitte Achtung an der Bahnsteigkante. Da drüben, ja, der könnte was sein für mich. Ja, ja, ganz gut. Himmelblau. Naja, die Farbe stimmt schon fast. Und stabil? Stabil ist er auch, ja. Und geräumig scheint er auch zu sein. Und die Inneneinrichtung sollte ich mir mal ansehen, so ganz unverbindlich. Ne? Gesagt, getan, steigt Peter in den himmelblauen Wagen. Kaum an Bord zieht er einen Zollstock aus der Latzhose und beginnt das Gefährt zu vermessen. 1,20 Meter, ja. Ja, für den Flur ist das in Ordnung. Hier könnte die Garderobe hin und da vielleicht ein Spiegel, ja, und ein Schuhschränkchen. Und da geht's dann in die Wohnung hinein, ja. Ja, der Gang hier, das ist eine irre Erfindung. So kann man von Waggon zu Waggon durch den ganzen Zug durchgehen, nicht? Deshalb heißt es ja auch D-Zug. Und, können Sie mal Platz machen? Was? Ja, natürlich. Voll. Ja, das hier wäre doch schon mal ein hübsches Wohnzimmer, nicht? Ein Sofa ist schon da, eine ganze Polstergarnitur. Ja, herrlich. Ja, das könnte auch das Schlafzimmer werden. Die Fahrgäste an Bord des Zuges staunen nicht schlecht, als Peter beginnt, das Abteil zu vermessen. Und sie staunen noch mehr, als er mit dem Zollstock sogar unter ihre Sitze kriecht. Was machen Sie denn da? Ja, könnten Sie vielleicht mal die Beine anheben? Ja, die sind mir ein bisschen im Weg hier. Unglaublich. Ja, danke, das reicht schon. Ja, ein Gästezimmer könnte man ja auch draus machen, nicht? Man braucht ja schließlich mal ein Gästezimmer. Ja, nur die Höhe müsste ich noch mal messen. Können Sie mal eben, ja, danke. Aufstehen etwas mehr. Ja, danke, so geht's schon. Ich müsste nämlich mal kurz hier aufs Polster, ja. Also wirklich? Ja. Das sind fast 2 Meter mal, naja, gleich haben wir es 2,20. Ja, das langt. Naja, das ist doch schon mal ganz hübsch bis jetzt, nicht? Und da hinten, da könnte ich die Küche einbauen. Ja. Ja, also hier muss natürlich alles raus. Alles raus? Aber ich bin doch gerade erst eingestiegen. Nein, nicht Sie, gnädige Frau. Die Sitze. Hier kommt nämlich meine Küche rein. Sie sitzen sozusagen auf dem Ausguss. Das ist mir aber unangenehm. Na, was denn? Wir fahren ja schon. Genau so ist es. Peter war so vertieft in die Vermessung seines Traumwagens, dass er gar nicht bemerkt hat, wie der Zug angefahren ist. Nun ist es zu spät zum Aussteigen. Naja, macht nichts. Ich muss doch mein neues Heim auch mal während der Fahrt testen, nicht? Irgendwann wird es ja auch wieder halten. Ja, und so lange genieße ich eben die Fahrt durchs Bärstädter Land. Ach ja, ist Eisenbahnfahren nicht was Schönes? Früher war es ein Abenteuer, wollte man nach Bärstadt fahren. Es war mühsam und beschwerlich, räubermäßig auch gefährlich. Manchmal kam man gar nicht an. Doch dann kamen Brücken, Tunnels kurz, es kam die Eisenbahn. Eisen rollte jetzt auf Eisen, leicht auf eisernen Gleisen. Schnell und sicher und nach Plan kam die Bahn, kam die Bahn. Erfand Herr Benz das Auto und die Eisenbahn war out. Denn jetzt wollte jeder rasen auf den asphaltierten Straßen. Dreckig war die Luft und laut. Viel Benzin wird so verpulvert und es stinkt die Autobahn. Dabei kann man's besser machen. Ich fahr hier mit 100 Sachen und kann trotzdem Kohle sparen. Mit der Bahn, mit der Bahn. Mit der Eisenbahn. Keinen Stress hab ich am Steuer und ich kann mich nicht verfahren. Hier im Polster kann ich dösen, ich kann träumen oder lesen und
kommt trotzdem schnell voran. Was nutzt mir ein schnelles Auto, wenn's im Stau nicht fahren kann? Turbo, Airbag, ach nein, danke, seht, da stehen sie vor der Schranke. Vorfahrt nämlich, das ist klar, hat die Bahn, hat die Eisenbahn. Sieh, der arme Autofahrer, wird er müde, hält er an. Ein Hotel ist ziemlich teuer und so schläft er überm Steuer. Ich zieh mein Pyjama an. Ich mag keine alten Brötchen, ich geh in ein Restaurant. Und bei Rotwein und bei Braten und verschiedenen Salaten komm ich satt in Bärstadt an. Mit der Bahn, mit der Bahn, mit der Eisenbahn. Peter ist immer noch mit dem Zug unterwegs. Wohin eigentlich? Peter weiß es nicht. Schließlich wollte er ja auch gar nicht verreisen, sondern nur sein zukünftiges Eigenheim besichtigen. Die Fahrausweise bitte. Danke. Ah, Mist. Herr Schaffner, ich habe keinen Fahrschein. Guten Tag, den Fahrschein bitte. Ja, ja, danke schön. Der Zugschaffner ist nun schon ganz in der Nähe. Und Peter hat noch nicht einmal Geld dabei. Am liebsten würde er einfach verschwinden. Aber wohin? Na, aufs WC. Gerettet. Und so ganz nebenbei kann ich mir jetzt auch mal mein Badezimmer ansehen. Nicht? Ja, schön freundlich ist es. Hell und sauber. Naja, die Badewanne passt nicht ganz rein. Höchstens hochkant. Naja, macht nichts. Baue ich eine Dusche ein. Naja, tja, wie lange muss ich jetzt wohl hier bleiben? Ist ja doch ein bisschen langweilig, nicht? Tja, was haltet ihr von einem kleinen Quiz, ne? Einem Eisenbahnquiz? Wisst ihr noch, wie die Franzosen die Eisenbahn genannt haben? Chemin de Fer. Ja, der Weg aus Eisen heißt das. Ein schöner Name für eine Schiene, nicht? Wisst ihr denn auch noch, wo man Schienenfahrzeuge zuerst eingesetzt hat? Na, ich gebe mal einen Tipp. Es ging um eine ziemlich schwere Arbeit. Beim Bergbau, ja. Die Kohle und das ganze Zeug, das die Bergleute im Stollen gefördert hatten, das musste ja irgendwie raus. Mit einem Wagen. Und dafür erfand man die Schiene. Ja. Bevor aus diesem Schienenprinzip aber ein richtiges Verkehrsmittel wurde, musste erst noch ein Antrieb erfunden werden. Und ein gewisser Herr Watt hat das auch getan. Wie hieß denn das Ding, das der Herr Watt gebaut hatte? Ja, es war die Dampfmaschine. Mit Feuer wurde Wasser in einem Kessel so heiß gemacht, dass es zu Dampf wurde. Dieser Wasserdampf dehnte sich mächtig aus und wollte mehr Platz haben. Und den bekam er auch. Man öffnete einen Ausgang, wo der Dampf aus dem Kessel heraus konnte. Dabei drückte er auf einen Kolben und auf ein Getriebe und erzeugte so Bewegung. Ja, diese Dampfmaschine war eine technische Revolution. Man konnte sie für vieles nutzen und auf Räder gesetzt wurde sie zur Dampflokomotive. Als ich ein kleiner Junge war, da gab es nur solche schwarzen, schnaufenden Dampfloks. Na, heute sieht man sie fast nirgendwo mehr. Habt ihr eine Idee, warum nicht? Ja, die Dinger waren unpraktisch. Um Dampf zu erzeugen, mussten sie ja immer einen Anhänger mit Holz mit sich umschleppen und einen Wassertank. Und der musste auch noch andauernd aufgefüllt werden. Ja, das alles war ziemlich aufwendig und so baute man später einen Verbrennungsmotor in die Lokomotiven ein. Na, so ähnlich wie beim LKW. Wie nennt man denn nun eine Lokomotive, die mit diesem Motor läuft? Na, habt ihr es? Na, vielleicht noch ein Tipp. Die Lok heißt genauso wie der Kraftstoff, den sie braucht. Und den kennt ihr ja vielleicht von der Tankstelle, hm? Ja, also Diesellok nennt man sie. Denn Diesel heißt der Sprit, den sie braucht. T
Dieselloks waren schon ein großer Fortschritt für die Technik der Eisenbahn. Aber auch diese Lokomotiven mussten immer noch ihren Brennstoff mit sich rumschleppen. Es müsste eine Technik geben, mit der das nicht nötig ist, dachten sich die Lokomotivkonstrukteure. Und sie hatten auch eine Idee, die E-Lok. Das ist eine Abkürzung, aber wofür? Wisst ihr, wofür steht das E in E-Lok? E steht für elektrisch. Eine E-Lok ist eine Lokomotive, die mit elektrischem Strom betrieben wird. Ja, so wie ein Staubsauger oder ein CD-Player oder ein Kassettenrekorder. E-Loks sind stärker, schneller und umweltfreundlicher als alle anderen. Aber wo bekommt denn eine E-Lok ihren Strom eigentlich her? So unterwegs. Habt ihr eine Idee? Nein, aus der Steckdose kommt er nicht. Der Strom fließt durch Oberleitungen, Stromkabel, die ein paar Meter über den Schienen hängen. Die E-Lok fährt so eine Art Antenne nach oben raus und bekommt darüber Kontakt zum Stromnetz. Und deshalb muss sie ihren Strom auch nicht mitnehmen. Na, zum Abschluss noch eine besonders knifflige Frage. Wenn doch E-Loks so viele Vorteile haben, warum sind denn auch heute noch so viele Dieselloks auf den Schienen unterwegs? Denkt mal nach. Na, zu schwer? Naja, vielleicht noch ein Tipp. Es hängt noch einmal damit zusammen, wo die E-Lok ihren Strom herbekommt. Ja, der E-Lok kann natürlich nur da fahren, wo es auch Oberleitungen für elektrischen Strom gibt. Die gibt es aber nicht überall, sondern nur da, wo es sich auch lohnt. Auf den Hauptstrecken, wo viele Züge fahren. Auf Nebengleisen gibt es diese Stromleitungen nicht. Und deshalb fahren dort auch heute noch Diesellokomotiven. Oh, ich glaube, wir halten ja, na, die Gelegenheit, hier endlich mal vom Klo runterzukommen und auszusteigen. Ups. Ja, naja, nach einem Bahnhof sieht das nicht gerade aus hier. Weit und breit kein Gebäude. Wieso hält denn dann der Zug hier? Ah, da drüben, das Hauptsignal. Zweimal rot, das heißt Halt. Naja, deshalb stehen wir ja auch. Ja, diese Signale sind für den Zug das, was für die Autos die Ampeln sind. Weil aber so ein schwerer Zug viel länger zum Bremsen braucht als ein Auto, steht ein gutes Stück vor dem Hauptsignal schon mal ein Vorsignal. Ja, ja, da hinten sehe ich es auch. Damit der Lokführer schon vorher Bescheid weiß und den Zug rechtzeitig zum Stehen bringt. Tja, na, warum wir hier gerade eine Pause machen, ist mir schleierhaft. Naja, vielleicht ist er ein bisschen zu pünktlich gewesen und das Gleis vor ihm ist noch nicht frei. Na, dann nutze ich doch mal die Gelegenheit und sieh mir auch die Unterseite von so einem Wagen mal an. Nee, nee, keine Angst, aus sicherer Entfernung. Ich ja nicht drunter, nicht? Ach, was für Räder. Und da sind auch diese Radkränze, die Kragen, damit der Zug nicht von der Schiene rutscht, ja. Und da hinten, ja, das sind die Bremsen, ja, Scheibenbremsen, wie beim Auto, nur eine Nummer größer. Die werden mit Druckluft betrieben, damit alle Wagen schön gleichmäßig gebremst werden. Früher musste ja jeder Wagen einzeln gebremst werden von einem Bremser. Aber heute, ah, ja, da, jetzt lösen sich die Bremsen und der Zug rollt an. Na, ein Glück, dass ich hier nur neben dem Gleis stehe, nicht? Wenn ich... Moment mal, was? Der Zug rollt an? Hey, hey, ach du lieber Himmel! Und wieder einmal hat Peter die Abfahrt seines Zuges verpasst. Er steht mutterseelenallein in der Landschaft und sieht sich einigermaßen ratlos um. Na, jetzt bin ich wirklich in nirgendwo gelandet. Aber hier wird doch wohl irgendwo ein Bahnhof in der Nähe sein, oder? Na, nee. Ja, aber da hinten, das... Das Türmchen mit dem Glaskasten, das müsste so ein Stellwerk sein. Na, da sitzen doch die Jungs, die das ganze Signal und Weichengewusel hier steuern. Na, die können mir doch bestimmt weiterhelfen. Ja, so ein Stellwerk habe ich schon vor ein paar Jahren mal besichtigt.
Dann wurde jeder Zug telefonisch angemeldet. Und dann war da Handarbeit gefragt und Muskelkraft. Mit großen Hebeln mussten die Stellwerkleute nämlich über Rollen und Seile dann die Weichen stellen, damit alle Züge zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Weg nahmen. Ja, die Methode war ziemlich sicher, aber auch eben mühsam, nicht? Und langsam. Ob das heute auch noch so aussieht, ich glaub's kaum. Peter hat das Stellwerk erreicht. Energisch rüttelt er an der Tür. Abgeschlossen. Sieht überhaupt ziemlich verlassen aus, der ganze Kasten. Als würde hier überhaupt niemand mehr arbeiten. Aber ja, wer kümmert sich denn dann aber darum, dass hier draußen alles klappt mit den vielen Zügen und Weichen und Signalen? Naja, ich ahne es schon, der Computer mal wieder. Statt der vielen kleinen Stellwerke, die früher übers Land verteilt waren, gibt es jetzt nur noch ein paar ganz große Computerstellwerke. Ja, die machen das schneller und sicherer und mit weniger Personal, nicht? Also billiger auch noch. Naja, tja, was mache ich jetzt aber? Mitten in der Pampa und völlig allein. Naja, am besten immer der Schiene lang. Nur leider zu Fuß. Kilometerlang ist Peter schon entlang der Bahngleise marschiert. Endlich erreicht er einen Zug. Es ist ein weiß-rotes, sehr langes und sehr schnittiges Modell. Ein ICE der neuesten Baureihe. Na endlich, ein Zug. Und was für einer. Nur leider steht er auf dem Abstellgleis. Da darf bestimmt noch keiner einsteigen. Aber Moment mal. Da bewegt sich doch was da drin. Peter stellt sich auf die Zehenspitzen und späht durch die getönten Scheiben. Tatsächlich sieht er ein paar Leute im Zug. Nur es sind keine Passagiere. Sieh an, die Putzkolonne. Verstehe. Na, bevor der Zug in den Bahnhof einrollt, wird er noch mal gründlich gereinigt. Ja, dann mache ich doch auch einfach mal auf Saubermann. Im Handumdrehen hat Peter sich mit Schrobber und Eimer bewaffnet und ist in den Zug geklettert. So fällt er den anderen Reinigungsleuten gar nicht auf und kommt zu einer weiteren Wagenbesichtigung. Ja, schön hier drin. Ein richtiger Salon. Schöne Möbel, feine Auslegeware, Panoramafenster, getönte sogar. Ja, ich müsste eigentlich gar nicht groß tapezieren oder renovieren. Naja, ein paar Stühle könnten vielleicht noch rein, nicht? Und da drüben die Bibliothek, ja. Ah, ein Kleiderschrank ist auch schon drin, prima. Na und hier, diese Polster. Weich und kuschelig. Wie ein Ohrensessel. Peter ist wieder einmal so begeistert, dass er nicht bemerkt, wie die Putzkolonne von Bord geht und der Zug anrollt. Wir fahren schon. Das ist ja kaum zu spüren in so einem Topmodell. Der Bahnhof. Wir rollen auf Gleis 10 ein. ICE Bertolucci steht dran. Wohin mag der wohl fahren? Auf Gleis 10 wird bereitgestellt. Nach Bärstadt, na, so ein Glück. Da bleibe ich doch gleich an Bord. Ich muss doch irgendwie wieder nach Hause. Nee. Bitte Vorsicht an Gleis 10, die Türen schließen selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Ja, wirklich. Gehobener Fahrkomfort und auch sehr wohnlich. Ich
frag mich nur, ob hier auch ein Klavier reingeht. Man müsste mal messen, so von Wand zu Wand. Guten Tag, einmal den Fahrausweis bitte. Oh, Fahrausweis, ja, brauche ich nicht. Wissen Sie, ich fahre nämlich gar nicht richtig. Ich teste die Wohnqualität hier an Bord. Die Wohnqualität? Ja, genau. Ah, naja, von mir aus testen Sie. Aber erst lösen Sie bei mir noch einen Fahrschein. Nach Bärstadt? Ja, nach Bärstadt. Da gibt es nur ein kleines Problem. Sie haben kein Geld dabei? Ja, leider. Aber vielleicht kann ich mich stattdessen irgendwie nützlich machen. Hm? Keine schlechte Idee. Haben Sie gute Manieren? Och, ich denke schon, ja. Na, dann kommen Sie mal mit. Und so findet sich Peter im Speisewagen des Zuges wieder. Nicht um etwas zu essen, sondern um sich nützlich zu machen. Könnte ich bitte noch den Herrn Ober noch einbinden? So, ein Rotwein, der Herr. Herr Ober, wo bleiben denn meine Tortellini in Sahnesoße? Kommen sofort, ne Frau. Bin schon unterwegs. Naja, Kellner ist nicht gerade mein Traumjob. Aber auf die Art und Weise kann ich mir das Ticket nach Hause verdienen und mich noch ein bisschen umsehen. Was habe ich denn hier noch auf dem Zettel? Ein Becher Kaffee für den Lokführer. Na, aber gerne doch. Eine Lok gibt es ja eigentlich gar nicht mehr in so einem modernen Zug. Das heißt jetzt Triebkopf. Einer ist vorne und einer ist hinten. Na, ich nehme doch an, der Lokführer sitzt im vorderen. Tachchen, ein Kaffee für den Herrn Lokführer. Hey, danke schön. Den kann ich gebrauchen. Naja, nicht, dass Sie mir hier einschlafen am Steuer. Moment, hier gibt's ja gar kein Steuer. Na, Sie sind gut. Wozu denn auch? Wir fahren auf Schienen, da brauche ich kein Steuer. Ja, stimmt, ist ja logisch, nicht? Aber ein Gaspedal werden Sie doch haben. Naja, sowas Ähnliches. Hier, den Fahrschalter. Nennen Sie, damit gebe ich Gas, also Strom auf die Motoren. Ja, und wie schnell fahren wir denn gerade? Genau 253 Kilometer in der Stunde. 253? Meine Güte, das ist ja doppelt so schnell, wie man auf der Autobahn unterwegs ist. Sie fahren... Moment mal, was? Wer war das denn? Ist hier noch einer im Cockpit? Nee, das war die elektronische Sicherheitsfahrschaltung. Hä? Sicherheitsfahrschaltung? Mhm. Abgekürzt SIFA. Sehen Sie, alle 30 Sekunden blinkt hier vorne ein Lämpchen. Dann muss ich den Fuß von einem Taster nehmen und wieder draufsetzen. Wenn ich das nicht mache, dann erinnert mich diese Stimme daran. SIFA. Und wenn Sie den Fuß dann immer noch nicht bewegen? Dann macht der Zug innerhalb weniger Sekunden eine Notbremsung. Vollautomatisch. Naja, könnte ja sein, dass mir irgendwas passiert ist. Oder ich eingeschlafen bin. Also so ist das. Ja, dafür habe ich Ihnen ja auch den Kaffee gebracht. Danke, das ist nett. Aber eine Frage habe ich noch. Ich interessiere mich für einen Eisenbahnwagen, also so ein Mittelteil hier, nicht? Mit Klo und allem drum und dran. Was mag denn sowas kosten? Naja, so 2-3 Millionchen. Oh, das ist dann doch etwas viel. Na, was erwarten Sie denn? Das Ding steckt voller modernster Technik. Naja, ja. Und so ein alter, ausrangierter Wagen? Naja, den gibt's natürlich schon eine Ecke billiger. Versuchen Sie es doch mal beim Schwarzen Willi. Wer ist das denn? Der Schwarze Willi. Das ist der Vorsitzende der Bärstädter Eisenbahnfreunde. Die betreiben so eine kleine Museumsbahn und kaufen öfter alte Wagen von uns. Aha. Und wieso nennt man ihn den Schwarzen Willi? Naja, eigentlich heißt er Wilhelm Schwarz. Aber weil er ständig an irgendwelchen rußigen Loks herumschraubt, heißt er überall nur der Schwarze Willi. Aber fragen Sie ihn mal. Der Willi, der könnte wirklich was für Sie haben. Aha, naja, mach ich. Danke für den Tipp. Bitte, bitte. Und viel Glück. Thank you.
Zurück in Bärstedt macht sich Peter sofort auf zum Schwarzen Willi. Das Gelände der Bärstedter Eisenbahnfreunde liegt ganz in der Nähe des Bahnhofs. Schon von Weitem hört Peter das Stampfen einer altertümlichen Lokomotive. Na, sieh mal an. Eine richtige alte Dampflokomotive. Toll. Die Emma steht auf dem Schild. Naja, die Eisenbahnfreunde hier haben offenbar ein eigenes kleines Schienennetz, wo sie mit ihrer Museumsbahn fahren dürfen. Oh, hoppla, da liegt hier jemand drunter. Hallo, ich suche den schwarzen Willi. Wen? Den schwarzen Willi. Moment! Ja, guten Tag. Mich nennt man den schwarzen Willi. Ach, ja, das sieht man. Ich wollte sagen, angenehm, lustig. Der Lokführer von Bertolucci hat mich hergeschickt. Ich möchte nämlich einen alten Eisenbahnwagen kaufen. Als Eigenheim, wissen Sie? Sie wollen da einziehen? Ja, auf was für Idee die Leute kommen. Naja, mir soll's egal sein. Ich habe da noch zwei alte Reichsbahnanhänger aus den 60ern rumstehen. Da können Sie einen von haben. Wo liegt denn Ihr Gleis? Mein Gleis? Ja, Ihr Gleisanschluss. So ein Wagen braucht ja wohl Schienen. Oder wollten Sie das gute Stück die Bärstedter Landstraße hochschieben? Och, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich wohne im Elchwinkel und Schienen... Das ist doch nicht zu fassen. Will einen Eisenbahnwagen kaufen und denkt nicht an die Gleise. Passen Sie mal auf, guter Mann. Warum kaufen Sie sich nicht einfach was Leichteres? Vielleicht einen Bauwagen. Die gibt es manchmal schon recht günstig. Aber ich habe doch schon einen Bauwagen. Nur der ist im Eimer. Das Dach ist undicht, die Farbe blättert ab und die Treppe ist... Ja, meinen Sie, bei einem Eisenbahnwagen ist das anders? Der muss auch gepflegt werden und geflickt. Ich weiß, wovon ich rede. So wahr ich der schwarze Willi bin. Also, nehmen Sie sich Ihre Werkzeugkiste und ein Pott Farbe und bringen Sie Ihren Bauwagen wieder auf Vordermann. So einfach ist das. Und nun muss ich. Die Emma braucht Bewegung. Frohe Schaffen! Ja. Danke. Tja, eigentlich hat er recht. Ein bisschen Hege und Pflege braucht nun mal jedes Vehikel und jedes Eigenheim. Ne? Da könnte ich wirklich auch meinen Bauwagen wieder auf Vordermann bringen. Ne? Der braucht jedenfalls keine neuen Gleise. Und ja, irgendwie ist er mir ja auch ans Herz gewachsen. Euch doch auch, oder? Ihr seid noch da? Na, jetzt ist aber Schluss. Also abschalten oder nochmal hören. Tschüss.